Auch extrem geil ist, in Battlefield 2 oder von Battlefield 2 gibt es eine Map, die heißt AEX, Alien Extent Extended. Intent Extended, da gibt es eine A10. Die hat halt die normale Gauge dabei, also 30 mm, und dazu hat die noch 15 motherfucking JDAMs dabei oder Bomben dabei. Das ist saugeil. Muss mal auf YouTube gucken, muss einfach mal eingeben AEX 2.0, da findest du ein Video dazu mit guter Musik unterlegt. Das ist saugeil, das Video. Da kannst du mal einen Einblick in die Mod bekommen. Kann ich empfehlen. Oh, es geht schon los. Die F-35 ist weg, leck mich am Arsch. Alter, der nimmt mich doch von. Oh! Jet! Ja, mir wird der Jet eben geklaut, so kann ich jetzt gerade nicht bleiben. Noch ein Jet! Jetzt wird schön. Kann den mal einer spotten. Jo! Haben sie mich beide. Du bist tot, oder? Ja. Ja, aber zwei Jets an der Hacken, das kannst knicken. Ich auch schon zwei, dreimal. Das nervt. Ich nice, I hate you, but nice shot. Also, was ist das für ein Typ? Meinte, nee, was? Ich meinte, ich hasse dich, aber guter Schuss. Gibt's auch, okay, so. Bist da? Hey, alles klar, ich bin zu deiner Rechten. Bist du zu meiner Linken? Nee, hinter mir. Okay. Dann gehe ich erstmal auf die. Warte AA. Kurz. Warte. Hast du die Schüsse gesehen in der Luft? Nee. 10 ist hier hinten. Hier auf die AA. Wo auch immer die gerade ist, ich sehe sie nicht mehr. Scheiße. Ich bin im Fight mit der. Ja, es ist zu spät. Ich muss mal einen Überflug machen. Aber danke. So, den ersten habe ich. Ersten Jet? Ja. Welchen? F-35 oder A10? Ist nicht da, die F-35. Okay. So, Anti-Air hat angehabt. Hat immer noch? Nee, müsste eigentlich aushaben. Ich flieg an. Oh. Haut ab. Okay, ich hab mit der Jade... Ach, ich fehlt, scheiße. Vorsicht, Jet. Nein, jetzt stürzt... Ah, Mann, aber dafür hat sie den Jet ins Wasser gerammt. Datei. Ui. Okay. Ah, das ist nervig. Dann habe ich kurz keine Kontrolle über den Jet. Also die AA ist down, aber ich habe den scheiß Jet noch hinter mir. Pfeiffer. Und Anti ist da. Dinger schützen. Ja. Ich bin online. Also in der Tech Jet, das habe ich jetzt down. Ja, der ist down, der Tech Jet. Ich gehe auf Höhe. Denk dran, feindlicher Stealth Jet könnte jetzt auch langsam bald wieder. Nee, der ist schon länger. Ich kümmere mich dann jetzt um die AA. Ich geh mal aufs Kanonenboot bei Alpha. Gestürzt ist. Spiel, minimier dich. Scheiße. Alter, das ist nicht wahr. Der Pilot kann auch ein bisschen was in der F-35. Leck mich doch am Arsch. Ein Viertel leben noch. Der hat 30 mm dabei. Du, ich brauch Hilfe. Kann grad selbst nicht, tut mir leid. Oh, jetzt bin ich wieder online und okay. Wehe dem, jetzt stürzt irgendwas wieder ab. Brian, ich kann auch echt Hilfe. Ja, ich bin doch schon im... Flieg zu mir, ich mach's dir weg. Komm zu Base, er ist gespottet. Scheiße, 2%, ich bin weg. Ich muss aussteigen. Ich hätte ihn. Fuck, zu spät. Ja, ich bin tot. Ich komme aber nicht aus unserer Base raus, ich werde sofort... Wodurch habe ich denn jetzt Schaden bekommen? Hilfe! Keine Ahnung, Mann. Abi. Können hat das von dem jedenfalls nichts zu tun. So, und was willst du mit deiner Q5 machen? Ah, so, sterben gehen. Was ist denn jetzt passiert? Hast du getroffen, aber er hat mir keinen Hitbagger gegeben, ne? Ich hab dem komplettes Magazin gegeben, hab auch gesehen, dass eigentlich alle Schüsse getroffen haben. So. Haben alle jetzt. Bei C sind zwei Stinger-Schützen in diesem kaputten Haus. Können die raus traden? Oder irgendwie? Ich bin gerade die Einen habe ich. Weil ich komme da nicht vor. Wenn meine Flares aussetzen, geben die mir fast 80 Schaden mit den scheiß Stinger. Wir müssen C einnehmen.
Bravo haben wir schon, das sieht man sehr gut. Hab schon wieder eine Rakete gefressen. Okay. Oh, die Flak ist da. Ich muss ja weg. Oh Gott! So bin der AC. Ich hab fast den Heli runtergerammt. 22%. Was ist bei 10 normal Hazard? Viper. Da müssten zwei Stinger-Typen wieder sein und bei A oder B steht eine Flak. Da hab sie gespottet. Oh ja. Geht mal auf die Flak. Die kriegt vom Boden schon, rauf da. Wo ist die? Ich hab die immer nicht gesehen. Vielleicht ist sie zerstört. Sehr gut. Ich hoffe, dass ich jetzt. Nee. Da ist ein Kampfboot. Ja, bin dran. Ich glaube, das Boot hat auch an die Luft. Boot habe ich getroffen. Ich habe einen darauf getötet. Jaden ist tot. Win. Aber das Boot ist lebt noch. Nee, ist kaputt, ist kaputt, ist kaputt. Echt? Ja, zweites Boot. Hinten bei Delta. Wo? Bei Echo? Delta. Nee, Delta ist es. Ah, das Rip Road auch in der Luft. In der Luft, genau. Lauter in der Luft. Und die A10 ist die Kuh wieder in der Luft. Ist klar. Mich hat der PG-Schütze. Hä? Wo ist denn der? Ach, da oben. Ah, das. Nee, das Boot. Ach, zu viel mit der Jade. Ich fliege jetzt fort, nur mal rüber. Schießt mich garantiert nicht dahin. Oh, ich kann den nicht Boot down. Gut. Jetzt eigentlich bekommen, aber das ist scheiß Windrad war da in dem Weg. Egal. Nein, es ist Spawn weg auf dem komischen Turm. Naja, kann ich nicht anvisieren. Hast du eigentlich auch im Stealth JDMs mit, oder? Leider nicht, gibt's ja nicht. Wäre so. Saugeil. Ich hätte sie sofort drin. Ich auch. Nach Charlie ist gerade ein Whip gefahren. Oh, mitten in unsere Leute rein. Okay, ich bin da. Hier aber nirgendwo jemanden. Alter, aber Bravo ist alles voll. Echt? Vom Feind? Oh. Flyby. Ich hab wieder meine H6. Ey, hier sniped einer in meinen Cockpit rein. Ha! Jawohl, ich hab tatsächlich einen getroffen mit der JDAM. Das ist geil. Oh, feindlicher Stealth-Jet. Ja, der fliegt bei Charlie. Ich hätte ihn fast machen können, aber dann waren schon wieder Raketen auf mich aufgeschaltet. Spotted. Der kann nix. Zwei Helis. Wo ist denn der? Wo ist denn der Scout? Keine Ahnung. Boah, ganz oben am Himmel. Ich hab ihn gerade noch gekriegt, aber ich glaube, das war's für mich. Oh, der Sturm geht los. Ha! Wieder einen mit der Jade bekommen. Das ist saugeil. Ich liebe diese Jade. Ja, das Gefühl, ne? Wenn wir plötzlich so pflück. Vor allem, du siehst hier ja nicht wieder so die JDMs, die Feinde laufen auch noch weiter da rein, weißt du, das ist saugeil. So, noch ein Überflug. Hier, die Flak steht unten, ich hab's noch markiert. Da ist ein Ripboat. Das hole ich mir. Das Rip kann ich machen. Da hab den 18 gezogen. Wo ist die Flak? Warte. Vorsicht, Chat. Es ist zerstört. Gauter ist hinter dir, pass auf. Hinter mir? Hinter dir, ja. Ich schieß auf ihn. Ich sehe ihn. Hab ihn 10 gezogen. Er kriegt Reparatur. Rennt. Super. Ist raus. Hey, sehr gut. Ich mach's noch einen Überflug. Aber ich sehe niemanden. Ich hab das wirklich übrigens nicht mehr bekommen gehabt. Hey. Ja, hallo. Wollt mal guten Tag sagen. Ja. Gut, der Turm ist sauber. Okay. Wird schon wieder anvisiert. Ja, der ist bei Bravo
Richtung unsere Base der Gaben. Ist hier irgendwo feindliche Boote? Ja, das sind. Da ist ein Boot, ja, sie ist geil. Gut, ich muss erst mal essen, leider. Okay. Goodies. Jet kommt. Jet, ja. Er kann nix. Na dann, ich schmier jetzt mal ab mit meinem Heli, damit ein Kerl nachher kriegt. So. Und puff. Okay, ich glaube, die haben den AH-6. Schrubb den mal nieder. Bis später. Später. Es läuft es. Wir können die Runde noch gewinnen. Ja, das ist alles noch drin. Ich habe den Heli da schon mal ein bisschen angeknuspert. Ah, der Trapo? Der Scouter da? Boah, wer hat den jetzt wieder weggemacht? Die Schweine. Wir haben die absolute Luftdominanz. Sehr gut. Herod hat uns auch gerade dabei. Jupp. Also mit Whipboots von mir wegfahren ist eine ganz dumme Idee, Jungs. Boah, die sind da wie bei sonst was in, der Bravo. Jet kommt. Jet kam. Ich habe ihn noch lange genug am Leben lassen. Boote und weiterer Jet. Kommt auf dich! Oder ist das ein TV gewesen? Das ist ein TV gewesen. Wo ist ein Boot? Ich sehe kein Boot. Ah ja, in der Base. Ah ja. Hat 30? Da ist die AA wieder, scheiße. Wird er anvisiert? AA ist down. Gut, ich spiele mal weiter auf das Boot ein. Wenn du mit der Jade umgehen kannst, hast du der König im Scheiß. Lauter. Alter, ich habe ihn schon wieder einfach so aus seinem Jet geholt. Der schlechte Typ, oder? Ah, irgendwie so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, was der im Jet will. Vor allem immer, er versucht irgendwie immer auf die Helis zu gehen. Aber nie irgendwie mal sich gegen mich zu verteidigen. Der hat auch keinen Widerstand geleistet. Oh! Das. Hast du das nicht gehört? Nee, was denn? Ich habe aus dem Seitenfenster geguckt und bin mal eben so 2 cm hinter dir lang geflogen. Gesehen. Abspringer bei Echo. Ja, okay! Ja, geil. Ich mach mal einen Überflug über Bravo. Aber wie nicht so. Hat an. Yay. Ja, scheiße, jetzt hat die Zähne nicht getroffen. Jetzt hat sie aus. Ah, oh, die schießt aber auch nicht um uns. Dreh gleich wieder um. Ja, ich dreh schon. Ah, da ist sie. Und. Meins. Gut. Jo. Die F-420 ist in der Luft. Ey! Hab ich nicht bekommen. Hast du Hundeplatz? Übrigens ist das die Q5 nicht als 20. Bring mich nicht noch mehr durcheinander, als ich gerade sowieso bin. Bist du verwirrt? Oh, das war knapp, oder? Ah, der ist... Oh, 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 oh! Hey, das war ein anderer. Da fällt wohl ein Scout vom Himmel. Revolution! Kampfboot.
Wo? Auf dem Gegner einfach. Ja. Hat angehabt, den kannst du dir holen. Den hole ich mir auch. Hab ihn nicht bekommen, hab den einen Fisch abgezogen. Wie gehst du mal drüber? Oh, die sollen die MGs wieder so stark machen wie der CTE. Oh Mann, ey, hat mir das andere Boot im Kill gefallen. Ja, das ist schon arg schwach, die Kanonen, ne? Wenn man denkt, das sind Urangeschosse, mit denen wir verdammt mal schießen. Ey, so ein Boot hält das nicht aus. Ey, wir haben das erste Mal diese Runde in der Anti hier. Schade. Meiner! Aber der Schaden auf Helis vom Stealth-Jet ist echt so ein bisschen miserabel. Dafür, dass ich die Dinger runterholen soll. Theoretisch, ja. Nicht nur theoretisch, dafür ist der gedacht. Ich meine, das ist die Anfängerkanone. Dass die nicht stärker sein darf, kann ich verstehen, aber... Ja, das Problem ist, warum sind die anderen schwächer? Dafür hätten Kampfboot. Hab's. Scheiße. Scheiße, Brücke. Oh, aus. Bist du wirklich, du kannst mich ausdrehen? Oh, was ist das denn? Vorsicht, bei Delta ist gerade einer gelandet. Haha, da hat dir das Rausspringen auch nichts genützt. Kannst mit der 20mm Infanterie töten, die muss aber schon ganz schön stillhalten. Battlefield 3 deutlich einfacher mit der Infanterie. Ja, ich muss mal sagen, ich find's ja schon gut, dass sie es nicht ganz so einfach gemacht haben. Ups. Okay. Weil, wenn das zu einfach wäre, ja, du fängst dann ja an, nur noch Infanteristen zu töten. Also im BF3 ist mir das eigentlich zu einfach schon fast. Hab ich ihn schon wieder erwischt? Mit Dr. Crane? Safe? Ja, ich seh's. Ich kümmere dich um ihn. Wasser! So, der Techbot ist tot. Das ist Spawn-Beacon bei uns vor der Base. Ja. Haben sie schon weggemacht. Gut. Wieso fällt Bravo? Keine Ahnung, wir dürfen die Runde jetzt aber nicht verdienen. Leute! Fliegt doch nicht im Tiefflug über die Gebäude, wenn ich da mal reinfliegen will. Und wieder ein. Kampfboot bei Alpha. Ich bin gerade dabei, ja, ich hab mich schon selbst abgezogen. Rakete raus. Nein! Wo ist sie denn drauf übergegangen? Da ist noch irgendwas besetzt. Ich muss mal eben kurz gucken. Wie ein 50 Kill oder was? Nee, oh, ein Schucks. Was denn? Hä? Da ist gut. Was zur Hölle? Durch die Flares? Ist klar. Lauter. Lauter down. Und wieder ein Infanterist mit der 20er weggezogen. Schöne Runde. Sehr schöne Runde. Runde macht Bock auf jeden Fall. Den 2-1 kann ich nicht schlagen. Okay, 27-4. Ja. Ich hab aber auch ein scheiß Glück heute mit den Infanteristen. Ich glaube, vor den ganzen Kills, da waren bestimmt 12 Infanteristen zwischen. Ich hab bis jetzt 3 gekillt. Ich hab Gott sei Dank die Aufnahme noch gestartet.
Scheiße. Scheiße. Aber wir dürfen die Sachen nicht mehr verlieren. Dürfen wir auch nicht. Shadow. Was denn? Kannst du Basen einnehmen? Echo. Willst du mit Echo? Alter, da fliegt eine Small an mir vorbei. Pass auf, dabei Echo ist ein Small-Schütze, der meint. Kann bloß leider nicht. Schock im Eli. Zum Beifahrer. Okay. Und den nächsten Infanteristen. Charlie behalten. Alter! Bravo ist gerade ein Kampfboot gefahren. Noch ein Weg. Hat Active? Wo? Das Kampfboot? Bei Bravo, ja. Kannst du mal angreifen. Hat nichts mehr. Ah, ja, ich sehe. Pass auf, ich schmeiße auch nochmal eine Rakete drauf. Hier ist. Der Snapchat ist in Luft. Der Attack steht auf. Ja. Ah, da ist der Attack-Jet. Ich kümmere mich um den Attack. Ja, ich bringe mich gerade an die Kleinen. Der ist ausgestiegen. Nur ein Sohn. Pass auf, der hängt an dir. Ja, soll er doch. Du bist ja hinter mir, was soll passieren? Base A. Er konnte leider nicht mehr schießen, er muss die Base A. Den Job übernehmen lassen. Da ist er noch ein Heli. Also dafür, dass ich am Anfang so geflutet habe, ist die Runde echt scheiße gut geworden. Ja, ich kann auch nicht klagen. Wow, durch die Flares durch, verdammte Hacke. Ja. Nein, nein, nein! Du bist tot? Ich bin in so einer Heckflosse hängen geblieben. Oh. Aber komm, spawn jetzt einfach, wir müssen die Runde noch gewinnen. Alter, was ist denn auf Bravo? Ja, das bauen wir Bravo. Ich bin Unterstützung, wenn nötig. Es war auch wieder so der Hammer. Ich hab 1000 Mal getroffen und nur 6 abgezogen. Alter, das sind aber Noobs. Bin ja immer so ein bisschen überfordert, auf Conquest Maps am Boden rumzulaufen, ne? Echt? Aber, ja, ich weiß nicht. Ich mag das nicht. Weil ich immer von allem Möglichen angegriffen werden kann. Au! Naja, 31-6. Good game. Ja, 10-1. Kannst du auch nicht drüber klagen. Ja, momentan ist es aber echt schwer, wenn du es nicht gewohnt bist und noch nicht so gut bist. Es ist echt schwer, Kills zu machen in den Jets. Ja, ich fuchs mich ja gerade rein, bis man wirklich Skill hat. Dauert ja wirklich lange, muss man sagen. Ja, ich hab... Level... Was sagst du? Ja, ich habe ungefähr 20 Stunden gebraucht, bevor ich angefangen habe, richtig was zu reisen. Ja, ich wollte überhaupt auch mal bemerkst, was so alles passiert noch auf dem Schlachtfeld und. Ja, ich bin gerade mal Service Star 4 jetzt beim Jet. Ja, das dauert. Guck mal, ich muss mal überlegen, ich habe vor über einem Jahr angefangen. Und habe über 200 Spielstunden inzwischen im Jet, das ist Segen. Dafür wirst du noch relativ gut, muss ich ganz ehrlich sagen.